Ich erwarte spannende Diskussionen, ein gutes Miteinander und wirklich, ja, hoffentlich auch Perspektiven, wie geht's weiter. Ja, wir sind ja sehr stark in der Versorgungsforschung aktiv, dabei auch die Innovationsfondsprojekte und dabei eben dieses Optimal NRW. Und die Herausforderung ist dabei immer, dass wir bei Versorgungsforschungsprojekten natürlich nicht wie in der klinischen Forschung jetzt sehr viele Aus- und Einschlusskriterien dabei haben wollen. Wir wollen ja die Realität stärker auch darstellen, eben die Versorgung, wie sie ist. Das hat einerseits viele Vorteile, weil man dann später besser übertragen kann, also die externe Validität ist höher. Für die interne Validität, also dafür, dass wir auch gute Werte dann statistisch kriegen, ist das manchmal ein bisschen schwieriger dann. Wir haben mehr Rauschen drin, sagt der Statistiker. Und das führt häufig dazu, dass wir relativ hohe Fallzahlen brauchen, die wir aber häufig, also es scheitert gar nicht am Geld, die wir einfach in den Institutionen gar nicht so haben. Also in einer Region wie Aachen zum Beispiel ist halt die Anzahl der Pflegeheime dann auch begrenzt, sodass wir da so einen gewissen Ausgleich machen müssen. Also das ist eine der ganz großen Herausforderungen, weniger für den Evaluator, sondern mehr für die Durchführenden, dass eine solche Idee wie eine Telekonsultation, das gilt ja nicht nur für dieses Projekt, häufig zunächst mal auf Skepsis zumindest bei den Betroffenen stößt. Die wollen gerne, dass die Ärztin, dass der Arzt vor Ort kommt, möglichst nach Hause, wenn es eben nicht mehr anders geht, oder ins Heim. Und häufig ist das gar nicht nötig und häufig ist es auch gar nicht möglich, weil die Arbeitszeit eben auch begrenzt ist. Diejenigen, die das dann gemacht haben, das hat man heute auch ganz gut an den Auswertungen der Kollegen im anderen Evaluationsteam gesehen, die sehen das dann häufig nicht mehr so skeptisch. Im Einzelfall natürlich immer sehr unterschiedlich, aber das sehen wir auch in anderen Projekten, dass diese Skepsis gegenüber telemedizinischen Verfahren bei den Betroffenen zunächst sehr hoch ist. Wenn man es dann mal ausprobiert hat, baut sich das ab. Aber es bleibt immer noch eine Gruppe, für die das weiterhin nichts ist und das muss man sicherlich auch akzeptieren. Ich bin positiv aus diesem Kongress heute rausgegangen. Wir haben heute wirklich ganz tolle Diskussionen gehabt. Wir haben auch wirklich sehr viel ehrliche Worte gehabt. Was hat geklappt, was hat nicht so geklappt? Und wir haben auch gemerkt, dass alle eigentlich begeistert sind von den Inhalten dieses Projektes. Deshalb habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir es heute hier so gemacht haben, zueinander zu kommen. Und jetzt hoffe ich, dass wir diesen Spirit auch mit in das nächste Jahr nehmen können. Wir als entsprechende Projektleitung möchten eigentlich erstmal, dass die wichtigsten Inhalte dieses Projektes fort- und weitergeführt werden. Als Krankenhaus und Mitarbeiter in einem Krankenhaus ist es natürlich auch wichtig, dass die Vorteile, die wir als Krankenhaus bieten, entsprechend den Pflegenden und Angehörigen entsprechend vermittelt werden, aber dass natürlich auch unser Personal dadurch Vorteile hat. Deshalb war auch unsere Pflegedirektorin ja heute nochmal da und hat ganz klar auch die positiven Inhalte für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorgebracht, die, muss man wirklich so sagen, ganz klar den Vorteil von diesem neuen intersektoralen Ansatz spüren. Wir müssen neue Wege gehen und von der Warte her, denke ich, haben wir heute viele Perspektiven gehört, die, wenn wir Menschen finden, die bereit sind, mit uns das zu machen, dann wir das halt auch wirklich auf die Reihe kriegen.